Was ist mit ihr? Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich hoffe, Swanson hat dir nicht zu viel Ärger bereitet. Wenn du mich fragst, nimmt er seinen Job zu ernst. Aua. Ja, willkommen. Alle hier nennen mich Mrs. Fitzgerald. Aber du, hübsches Ding, kannst mich Penny nennen. Die Stimme. Was machst du? Zu fröhlich. Naja, gut, das sowieso. Das macht mich immer nervös, aber schön, dich kennenzulernen. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Dann hast du Glück. Covenant ist der freundlichste Ort im ganzen Commonwealth. Du wirst sehen. Willst du was kaufen? Ich mach dir auf jeden Fall einen guten Preis. Ey, bevor ich sie frage und sie dann nicht mehr... Ich guck erst mal, was sie hat. Was hast du vorrätig? Bessere Qualität wirst du nirgendwo. Ich hatte nämlich sonst Angst, dass wir sie nicht mehr ansprechen können, wenn wir sie auf Covenant ansprechen. Also auf den Fall. Was hat Penny denn so Schönes? Bleirohr, Gerechtigkeit. Oh! Chance auf Taumeln bei Treffer. 165? Das ist eine Schrote. Mit 165 Schaden. Gekauft. Wir können dir so viel verkaufen. Wir kommen doch hoffentlich wieder auf plus minus null. Okay, das ist nice. Den Rest ja, brauche ich nicht. Rüstungstechnisch. Zerstörerhelm. Charisma und Intelligenz. Just for fun. Der Mechanic macht jetzt auch, aber da kann man wenigstens dann immer unser Gesicht sehen. Könnte ich auch mal machen. Hier, just for fun. Komm, wir haben die Kohle, haben wir. Hat sie sonst irgendwas Nettes? Das sind so die üblichen Sachen. Ja, nö. Nö. Schrott. Ja, sowas brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sammeln so viel Krams ein. Fusionskern können wir kaufen. Ich bin sonst ziemlich bescheiden geworden nach Fallout 76, was die Sachen anbelangt, auch was das Looten anbelangt. Ich überlege jetzt gerade, muss ich mir einen Fusionskern kaufen? Was haben wir denn da gerade so Schönes? Wie viel habe ich denn? Hä? Warte mal, bei Muni muss das doch sein. Da, meine Munition. Ja, wir haben 70 und ganz viel angefangen. Ich glaube, ich muss keinen kaufen. Okay, aber wir können hier, glaube ich, ganz viel verkaufen. Ich glaube, sowas brauche ich gerade gar nicht. Bei den anderen Sachen weiß ich jetzt momentan gerade gar nicht. Brennstoff, ja, wir könnten ja mal sowas benutzen. Kaliber 5 brauche ich, glaube ich, auch überall. Quatsch, Punkt 5050. Kanonenkugeln brauche ich auch nicht. Schön, dass die hier kein Gewicht haben. Ja, und weißt du, gerade deswegen bin ich der Meinung, brauche ich das gar nicht zu verkaufen. Wir sollten Sachen verkaufen, die wir, die Gewicht haben. Außer die Mods. Schrott brauchen wir alles selber. Sowas verkaufe ich nicht. Hier, sowas können wir. Gummibonbons. Das Bier. Wobei, daraus machen wir noch... Nee, aus Whisky machen wir, glaube ich, Ödländer, ne? Hundefutter. Dogmeat wird traurig sein, aber was soll's. Sowas können wir loswerden hier. Jet. Nö, das ist, wie gesagt, ne? Also ich mache das noch mit Mama Murphy. Maddox macht Schadensresistenz und Gift widerstehen. Ja, wir können ja aber mal einen ordentlichen Hub verkaufen. Mantids auch. Können wir auch mal so die Hälfte verkaufen. Guck mal, jetzt sind wir auf 336. Das wird doch hier. Ich gehe doch jetzt hier nicht ins Minus. Nuka Cherry bringt uns... Das bringt uns alles mehr ein, das zu verkaufen, als es zu behalten. Also diese ganzen Werte, da gehe ich im Kampf dann eh nicht drauf. Ne? Ich weiß, das macht nochmal AP und TP, aber... Können wir eigentlich komplett verkaufen. So, jetzt kommen wir langsam. Hier, Psycho. Jetzt haben wir schon zu viel, verdammt. Was nehme ich denn mal zurück? Hier nehmen wir das Psycho wieder zurück.
Nee, warte mal, nehmen wir nicht alles zurück. So, jetzt haben wir mal 264. Lalalala. Hier, schimmeliges Essen. Guck mal. Kann man verkaufen. Den Rum kann ich, glaube ich, auch verkaufen, weil es mein... Ich müsste Whisky gewesen sein mit dem... Das heißt, wir können den Wein verkaufen. Wodka können wir verkaufen. 368. Zack, und Handel angenommen. Gut. Kann ich jetzt nochmal mit ihr reden? Und kann sie mir irgendwas über Covenant sagen? Jetzt kann sie ja ruhig erzählen. Hast du Zeit für ein paar Fragen? Für dich? Natürlich. No. Probleme mit Zins. Ich dachte, da würde sie gut drauf eingehen. Wollen wir mal fragen. Hat Covenant irgendeine Art von Problem mit Zins? Gott sei Dank nicht. Hier gibt's keine dieser Maschinen. Warum so freundlich? Lager, das wäre ein bisschen zu viel, oder? Wir fragen mal nach der Karawane. Weißt du etwas über eine verschwundene Karawane? Du hast mit Mr. Dan geredet. Ich weiß nicht, über was er da andauernd plappert. Er stiftet nur Unruhe, wenn du mich fragst. Über den Tratschen? Ja, komm, wir machen uns erstmal ein bisschen... Genau, er ist wirklich schlimm. Ich weiß, er ist so selbstgefällig. Und Dan glaubt, er hilft den Leuten. Der weiß doch gar nicht, wie man das Commonwealth besser und sicherer macht. Er sollte euch danken, dass ihr ihn reingelassen habt. Stattdessen stampft er rum und verhört Leute. Wenn seiner wichtigen Karawane im Lager was zugestoßen ist, gibt es Gründe dafür. Bessere Gründe als ein Mann wie er. Weißt du, mir ist da nur was rausgeplatzt. Mhm. Oh, vergiss einfach, was ich darüber gesagt habe. Und über das Lager. Ich muss gehen. Okay, das Lager, ja. Erzählt sie noch irgendwas? Hey, Penny. Möchtest du was kaufen? Wenn nicht, hast du bestimmt noch was zu tun. Ich hoffe, es hat dir hier gefallen. Hast du Zeit für ein paar Fragen? Tja, ich weiß nicht. Ich bin sehr beschäftigt. Beeil dich. Könntest du mir was über die Anlage sagen? Lager? Wer hat was von einem Lager gesagt? Weißt du, ich bin wirklich sehr beschäftigt. Okay, alles klar. Gut. Brauchst du ärztliche Hilfe? Mehr erzählen die uns also nicht. Oh, die Miezekatze. Nee, danke schön. Ich muss passen. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Das ist lieb. Die sind nett hier und die scheinen auch eine Vorgeschichte zu haben, aber die haben eindeutig, führen sie was im Schilde, also. Ja, mit denen reden. Müssen wir mit denen reden? Eigentlich schon, wenn wir das machen wollen, ne? Nee, müssen wir gar nicht. Denn ich kann jetzt entweder den ehrlichen Dan informieren und mich selbst zum Lager begeben. Aber es ist optional. Ist das was Gutes, wenn wir jetzt mit ihm reden? Also ich würde schon ganz gerne die Karawanen, die da übrig geblieben sind, befreien, ne? Wenn die da noch im Lager hocken. Und warum werden die festgehalten? Was führt ihr hier alle im Schilde? Tut mir leid, ich hab zu tun. Och, das ist echt doof. Das ist schwierig. Ja, komm, wir reden mit Dan. Was soll's? Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Hast du was über die Karawane erfahren? Hast du was gefunden? Was hast du so getrieben? Nicht viel. Alle beobachten mich. Aber ich versuch's weiter. Müssen wir ihm das sagen? Ja klar, komm. Wir sagen's ihm. Warum sollte ich ihm das verschweigen? Sie haben die Überlebenden in ein Lager gebracht. Dann sind wir im Geschäft. Ich treffe dich da und wir retten ein paar Karawanenmitglieder. Gut.
Dann gehen wir da jetzt hin. Auf jeden Fall. Und Miezekatze. Die ist so süß. Hey, Fremde. Uah! Es ist kein Geheimnis, dass du hier rumschnüffelst. Nicht sehr freundlich von dir, wenn du mich fragst. Hm. Ich weiß, du glaubst, das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Welche übereilten Entscheidungen meinst du? Vielleicht mag man an deinem nächsten Ziel keine Eindringlinge. Hm. Komm einfach raus und sag, was du damit meinst. Hast du vielleicht ein Gerücht über Stocktons Karawane und ein Lager gehört? Tun wir mal so, als wäre da was dran. Wir würden nur etwas tun, wenn wir gute Gründe hätten. Die besten. Pass auf. Was wäre? Du stellst deine Nachforschungen ein und ich schenke dir 100 Kronkorken. Dann bist du hier jederzeit wieder als Freund willkommen. Es gibt doch bestimmt einen Spielraum. Ich bekomme Stocktons Überlebende und wir bleiben Freunde. Ich muss aber mehr wissen. Hier gibt's kein Gemauschel. Nimm das Angebot an oder wir machen dich fertig. Das ist eine Menge. Hä, McCree? So ein Deal? Tja, das ist mir zu hoch. Pass auf. Ich hab McCree überredet? Ich teile dem Lager mit, dass du kommst. Dann kannst du das mit ihnen ausmachen. Viel Glück. Hä? Was hat das jetzt mit McCree zu tun gehabt? Ach, du bist doch ein Hiopie, McCree. Okay, Lager. Das ist direkt auf der anderen Seite. Was der jetzt schon wieder hat? Oh, warte. Wo ist die andere Waffe? Gerechtigkeit war das, ne? Ja, warte mal, die 44er brauche ich momentan gerade gar nicht. Dann mach ich es auf die 7. Okay, die 7 sagt, ich bin hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Gut, laufen wir mal rüber. Schwimmen tue ich jetzt nicht, weil wir keine Powerrüstung anhaben. Und dann, gucken wir mal. Och, ja. Lass mal die Meyer-Lurks in Ruhe, ne? Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt mit dem Lager auf sich hat. Ich verstehe das nicht so wirklich. Und was ist das mit dem Überredungsversuch, habe ich jetzt eben auch nicht so wirklich verstanden. Und dass McCree deswegen jetzt sauer auf uns ist. Oh, da ist noch ein Gebäude, was wir nicht entdeckt haben. Warum haben wir das noch nicht entdeckt? Okay. Was für ein Arrangement ist das denn hier? Oh Mann. Und wer bist du? Such dir eine eigene Angelstelle. Verschwinde. Ach, das ist der Fischer. Alles klar. Das ist der Fischer, der hier aufgetaucht ist. Das ist... im Wasser. Hier können wir runter. Besser von der Strahlung wegbewegen? Ach, sei still, McCree. Ich sollte mich eben noch mal kurz heilen. Ach, das ist Dan. Okay. Gut, Überlebende. Dan! Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Da oben ist jemand. Du gehst voran. Okay. Dann gehe ich voran. Toll. Hi. Na? Nur weil Jacob für dich gewürgt hat, heißt das nicht, dass du das Lager betreten darfst. Warum sollte ich dich reinlassen? Warum? Weil ich lieb bitte? Kann ich... Ah, jetzt. Nur der Auftrag verhandeln. Sie bedrohen. Was ist das für ein Ort?
Ich möchte nur mit der Person reden, die das Sagen hat. Wir finden bestimmt eine Übereinkunft. Mal sehen. Ich bring dich zu Dr. Chambers. Sie kann entscheiden, was mit dir geschieht. Mach hier keinen Unsinn. Du wurdest gewarnt. Schnell speichern. Na, falls ich doch Unsinn machen sollte, denn manchmal neige ich dazu, Unsinn zu machen. Na? Fremder. Okay, dann folgen wir Manny oder Manny. Was ist denn da los? Da ist eine verschlossene Tür. Tag auch. Das hier Blythe! Ein tolles hey, Blythe! Folter? Das ist krank. Gib mir einfach das Signal. Ja, was gibt's, Manny? Alter. Ich dachte, ihr werdet mit Testperson 12 fertig. Oh ja, die Befragung ist vorbei. Ich schaue mir nur die Daten zu Frage 4 an. Faszinierend. Wirklich? Ja, na klar. Aber sicher. Blythe. Okay, was ist hier los? Folter? Ganz merkwürdig. Von der anderen Seite festgekettet. Okay. Folter und was? Nummer 12? Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, ne? Was hier abgeht. Da ist nichts weiter. Fusionskern! Du hast hier nichts zu suchen. Doch, darf ich. Guck mal. Meiner. Fremder. Na? Au, verdammt. Okay. Das kann ich jetzt noch nicht machen, sonst ist wahrscheinlich alles vorbei. Alles klar. Hey, fahr die Plattform aus. Orden hat sie geschickt. Es geht auch nur von der anderen Seite. Das ist natürlich geschickt gemacht, ne? Ich muss gucken, ich bin neugierig. Was ist hier? Auf der anderen Seite mit einem Riegel gesichert. Willkommen im Lager. Du bist der Erste von draußen, der hier drin war. Hey, danke schön, ihr beiden Zwillinge mit der gleichen Stimme. Da ist gar nichts. Okay. Wo führt das alles denn hier hin, sag mal? Da ist noch einer. Fremder. Tag auch. Hi. Fremder. Ah, guck mal. Ah, hier ist die zugekettete Tür. Alles klar. Abkürzung. Ach, guck mal an. Zellen. Oh. Die Person, die nach Stocktons Karawane sucht, ist also hier. Ja. Weißt du, dass seine angebliche Tochter höchstwahrscheinlich ein Sünd ist? Egal, ich möchte ganz offen sein. Dieses Treffen kann auf zwei Arten enden. Wir einigen uns oder es gibt Gewalt. Ich ziehe Frieden eigentlich vor. Aber Tochter ein Sünd? Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir ihre Karawane angegriffen haben? Sie ist mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70% ein Sünd. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Was? Ich möchte dir eine Frage stellen. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Ja, aber wenn's...
Wahrscheinlich hätte ich Rachegefühle, aber ganz ehrlich, wenn die Eltern von einem Menschen umgebracht worden wären, würde sie dann alle Menschen umbringen? Was ist passiert? Ich will niemanden foltern. Sie sollen büßen. Gibt es einen Grund für dein Schweigen? Ja, dass ich überlege. Ich versuche gerne zu überlegen, bevor ich rede. Was ist passiert? Du hast es nicht ruhen lassen. Was ist denn geschehen? Vor langer Zeit wurden in Diamond City meine Eltern und 8 andere abgeschlachtet. Zuerst dachten wir, der Wahnsinnige wäre ein Mensch. Doch dann erfuhren wir von den neuesten Kreationen des Instituts. Den Synths. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Synths zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Ist es so schlimm? Unsicherheit wegen des Instituts gegen Ermordung aller Synths? Das Institut muss zerstört werden. Aber Nick ist ein Synth. Wer sagt denn, dass alle schlecht sind? Und wie gesagt, weil jetzt ein Synth ihre Eltern umgebracht hat, würde sie es im umgekehrten Fall genauso machen? Ich bin bereit, wenn du es bist. Ihr wollt doch nicht ernsthaft alle Synths töten. Doch, absolut. Aber zuerst müssen wir sie finden. Ein lebendiger Synth ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium. Aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Der Safe-Test funktioniert. Das sind diese Fragen, ne? Ganz ehrlich, Folter? Aber eure Methoden sind barbarisch. Das ist Folter. Um den Safe-Test zu verbessern, müssen wir die Testpersonen extremem psychischen Druck aussetzen. Unangenehm, aber notwendig. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit? Wenn du mich Stocktons Synth beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Drohst du mir denn? Angebot ablehnen, ihr Angebot annehmen. Nein, nein, nein! Sie hat doch selber gesagt, wie unsicher ihr Test ist. Was tun die hier? Töte sie nicht. Verschon sie. Komm schon, Doc. Denk dran, mit wem du es zu tun hast. Unmöglich. Höchstwahrscheinlich ist sie eine Infiltratorin des Instituts. Selbst wenn sie ein unglückseliges Opfer ist, kann alles in Gefahr geraten, wenn wir sie verschonen. Was? Ne, sorry. Nee, was die hier machen ist Folter, psychische Folter, körperliche Folter, Verblendung, keine Ahnung was, never. Nein. Die Abmachung nehme ich nicht an. Du hättest mir anbieten sollen. Tja, zu spät. Oh, MacReady, nervt nicht. Du hättest nicht. Ach komm. MacReady, du Blödmann. Wo hat er den jetzt her? Ich wollte gerade sagen, hält er mir sein Rohr ins Gesicht. Ja, Süßkuchen. Ja, was für ein Scheiß. Jetzt. Ich wollte die doch auch nicht umbringen. Was soll das? Flanell und Jeans? Nein, danke. Okay, ich rede mal mit ihr hier. Mit dem Zeug. Keine Ahnung, was es macht. Bitte tu mir nicht weh. Was ist passiert? Was ist denn geschehen? Die Männer, sie haben mich mitgenommen. Immer diese Nadeln, die Fragen und die Schmerzen. Immer wieder diese dummen Fragen. Ich bin
Emilia Stockton. Ich bin kein Sünd. Selbst wenn sie einer wäre, was ist das hier? Selbst wenn sie einer wäre, wäre es doch nicht schlimm, oder? Ich meine, Nick ist einer unserer besten Freunde, ist ein Sünd. Okay. Mein Vater, der alte Stockton, er wird dir eine Belohnung geben. Lasst mich raus. Okay. Gut. Dann, es ist ein Meisterschloss. Aber warte mal, hier unten war ein Terminal. Vielleicht können wir das aufmachen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Wir müssen es wahrscheinlich gar nicht entsperren. Nicht so wirklich, ne? Wir können unten, glaube ich, noch was machen. Genau. Hier am Terminal. Dr. Chambers Terminal. Gespeicherte Nachrichten. Antwort auf Rückholungsteam ist bereit. Antwort auf... Da. Von Manny an Rosalind Chambers. Unser Team ist versorgt und bereit, Synths zu schnappen. Wir haben Subjekt Boyd noch im Blick. Wir brauchen nur den Befehl. Antwort von Rosalind an Manny. Bis diese ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halte ich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du Subjekt 14 so nah an Covenant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Subjekt? Was machen die? Dr. Rogers Wutrede. Von Tag Blythe an Rosalind Chambers. Einer von Dr. Rogers Punkten stimmt mich nachdenklich. Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig, die Fusionsbatterien allein kosten schon ein kleines Vermögen. Die Waren, die wir durch die gefangenen Subjekte erhalten, können das in keiner Weise auffangen. Wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir meiner Meinung nach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Antwort von Rosalind an Tag. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenants Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu werden. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht nur Händler nach Covenant. Okay. Schwere Bedenken. Von Emmanuel Rogers an Rosalind Chambers. Covenant ist ein Fehler. Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat, aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss noch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Antwort von Rosalind Emmanuel oder Emmanuel. Glaubst du, diese Einwände wurden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei allerdings Folgendes. Fakt. Wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt. Der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekte nahe ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt. Wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht. Und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell und die Subjekte nehmen freiwillig und nichtsahnd an dem Test teil. Wir verstecken den Test praktisch, indem wir ihn offen zeigen. Okay. Merkwürdig. Zelle 1 abschließen. Ah, war schon das Richtige, okay. Die anderen können wir auch mal eben aufmachen. Zelle aufgeschlossen. Zelle aufgeschlossen. Gott sei Dank, ich bin frei. Ich werde nie wieder herkommen. Können wir nochmal mit ihr reden? Hey. Ich danke dir vielmals. Können wir nicht. Okay, na gut. Ja,